In Sprüche 12, Vers 15 steht, dem Narr gefällt seine Weise wohl, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Ich möchte mich jetzt nicht gerade als Narr bezeichnen, aber listen to my story. Am Montag war ich noch in Zürich. Aus Datenschutzgründen werde ich jetzt nicht den Namen meines lieben Freundes und Bruders nennen, seinen richtigen Namen, sondern ich nenne ihn jetzt Chabulani. Okay, ich war mit Chabulani unterwegs am Habe und plötzlich sah er, dass ich mein Handy, wie ich es seit Jahr und Tag mache, hinten in der Hosentasche von der Jeans trage. Zu meiner Rechtfertigung muss ich sagen, dass die Jeans-Hosentaschen kleiner werden und die Handys wieder größer heutzutage im 2021. Willkommen in diesem Jahr. Und er hat mich darauf angesprochen, auch dass Zürich ein gefährliches Pflaster ist wegen Diebstahl und so. Irgendwo wusste ich, dass ich darauf hören sollte, aber ich hatte einfach noch nicht so ein Ja dazu. Ich habe auch keine Armbanduhr an, was für mich dann auch immer so als Begründung dient, warum ich das Handy hinten am A quasi tragen will, dass ich es immer fühle. Gut, gestern Abend in der Gemeinde, Frauentreffen, ich gehe aufs Klo, ich denke nicht daran, dass das Handy hinten in der Tasche ist und es macht Plumps. Das Handy fällt ins Klo. Gott sei Dank ist es vor der Benutzung passiert. Auf jeden Fall wusste ich gleich, Mann, oh Mann, Gott hat mich eigentlich gewarnt. Meistens gehen solchen Ereignissen Warnungen voraus. Dann habe ich es so gut es ging getrocknet. Es ist nicht ganz ins Wasser gefallen. Und dann zu Hause angekommen, habe ich gemerkt, dass ich die Sprachnachrichten, ich bin mit vielen Leuten in Kontakt via Sprachnachrichten über WhatsApp meistens, nicht mehr so störfrei hören kann, da ich sehr lärmempfindlich bin, ein No-Go für mich. Ich habe dann mit einem Haarföhn getrocknet noch unten bei den Anschlüssen. Und dann habe ich einfach kurzerhand die Hand aufs Handy gelegt und gebetet, dass alles wieder so läuft, wie es soll. Und es ist weggegangen. Ich habe Gott versprochen, das Handy nicht mehr hinten in die Hose zu stecken. Und heute bin ich auf den Büchsenfriedhof. Das ist die Entsorgungsstation für Büchsen und Altglas. Ich sag dem so, habe das Handy hinten in der Hose gehabt. Als ich zurückkomme, konnte ich keine Sprachnachrichten mehr abhören. Ich habe alles versucht. Ich habe gegoogelt, was es sein könnte. Ich habe bei den Einstellungen und. Es hat immer rot angezeigt. Ja, dann hatte ich die Idee, mal Kopfhörer reinzutun und da hörte ich. Aber dann habe ich einfach zu Gott geschrien, dass mich das jetzt überfordert und wieder die Hand aufs Handy gelegt. Anführungszeichen und er hat es geheilt, Schlusszeichen. Es war einfach so genial. So genial. Wir müssen einfach immer wieder hören. Ja, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wir müssen das immer wieder trainieren, dieses Hören, dieses Gehorsam sein. Gottes Liebessprache ist ja auch Gehorsam. Das ist jetzt eine kleine Geschichte. Gut, es hätte mich wieder viel Geld gekostet, dein neues Handy. Ja, verdient hätte ich es, dass ich es neu kaufen müsste, aber Gott hat einen anderen Weg. Halleluja, er ist der Gott des Details. Und so danke ich dem lieben, guten Brother Chabulani, dass er einfach auch mir manchmal ein Spiegel vorhält und mir hilft einfach auch hinzuschauen und Dinge anzugehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuschauer, sei gesegnet. Ciao.